Liebe Zeichner, liebe Hobbykünstler, ich möchte euch heute eine Technik vorstellen, nämlich die Technik der Collage, die gar nicht so viel mit Zeichnen zu tun hat und wo man auch gar nichts dafür können muss, sondern einfach ein paar Werkzeuge braucht, also ein Cutter, wenn es geht, ein Falzbein, das ist benutzen Buchbinder, um Verklebungen glatt zu streichen. Eine gute Papierschere und einen Prittstift oder einen anderen Klebestift. Mehr braucht man dazu nicht. Und natürlich, man braucht Bildmaterial. Da muss man aber auch nicht unbedingt die teuren Fotobücher zerlegen als erstes, sondern kann zum Beispiel auch hier mit so einem Zeug anfangen, was einem ständig in den Briefkasten gesteckt wird. Und hier einzelne Elemente verwenden und neu zusammenbauen. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Beispiele, die eigentlich ganz einfach sind. Ups, also immer Spaß macht, zum Beispiel Köpfe ersetzen. In dem Fall habe ich jetzt hier den Kopf einfach nur überklebt mit so einer großen Schnecke. Und der sieht jetzt aus wie, ja, irgendeine Star Wars-Figur oder sowas. Ja, hier habe ich in einen Steinplastik irgendeines Philosophen, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wer das war, Sokrates oder weiß der Geier, eine moderne Steinskulptur eingefügt, die hier ein Loch im Kopf hat. Jetzt hat er also hier so einen Donut und man erzielt damit sehr schnell surreale Bildaussagen. Also man geht über die Realität hinaus und fügt zwei neue Realitäten zusammen, die miteinander nichts zu tun haben. Und das ist eigentlich auch das Tolle daran, das Witzige daran und das, was Spaß macht. Man kann darauf achten, zum Beispiel aber, dass die Schatten irgendwie zusammenpassen oder die Farbigkeit zusammenpasst oder das Muster zusammenpassen, dass die Mattheit des Papiers zusammenpasst. In dem Fall ist das jetzt aus einem Lexikon, was ich im Müll gefunden habe. Hier sieht man einen Mann mit Mundschutz, ganz aktuell. Auch wieder irgendeine klassische griechische, römische Skulptur. Ich glaube, es ist Julius Caesar sogar. Und der hat jetzt aber hier so einen Muschelmundschutz bekommen. Als Beispiel aus dem Buch auch habe ich diesen, ich weiß gar nicht, was es ist, Biber ausgeschnitten und dem könnte man jetzt hier auch so einen Muschelhelm aufsetzen. In dem Fall habe ich hier einen kleinen Schnitt mit dem Cutter gemacht, da wo der Eingang sein könnte, seht ihr? Und man kann auch kollagieren, indem man zum Beispiel solche Ineinandersteckungen macht. Ich habe jetzt hier noch gar nichts geklebt. Also man muss auch nicht gleich kleben, sondern am besten erstmal Dinge ausprobieren und hinlegen und ruhig erstmal nur mit zwei Elementen anfangen. Damit kann man schon viel Spaß haben. Zum Beispiel, ich zeige euch mal noch ein bisschen mehr Beispiele. Etwas größer habe ich in diese schöne Muschel diesen Reißverschluss eingebaut, der die Farbigkeit ähnlich hat wie das Innere der Muschel. Und ja, auf einmal hat man ein sehr absurdes Produkt. Und die Form und Länge hat natürlich hier wahnsinnig gut gepasst. Und die Lichtgebung auch. Nächstes Beispiel ist so ähnlich. Hier habe ich auch aus diesem Portemonnaie die Mitte entnommen, so ähnlich wie hier bei der Muschel. Und dahinter ein Bild von diesen Kakteen gesetzt. Dadurch bekommt das Portemonnaie eine Aussage, wie, tja, tut weh, wenn man da reinfasst. Ist auch nicht viel drin.
außer Stacheln. Und es hat sogar so ein kleines Gesicht. Eine abstruse Porträt eines, weiß ich nicht, geizigen Menschen vielleicht. Ja, also was ich mache ist, ich schneide immer vorher ganz viel Kram so aus. Hackfleisch eignet sich zum Beispiel auch wahnsinnig gut, um Gesichter damit zu ersetzen. Und man ist dann ganz schnell bei so absurden Ergebnissen, die ich gerne hier in so ein kleines Buch klebe, als Notizen. Also zum Beispiel habe ich hier diesem Kind den Toaster auf den Kopf gesetzt, was jetzt wie so ein Helm ist. Oder hier habe ich diesem Star Wars Kampfteil den Hausschuh vorne angebaut. In derselben Farbigkeit sieht jetzt aus, als gehörte das zusammen. Und so kann man sich so kleine lustige Notizen erstmal machen, ohne jetzt da stundenlang dran verbringen zu müssen. Aber man kann damit sehr viel Spaß haben. Dieser Junge haut jetzt nicht mehr in den Spinatteller, sondern der zerhaut, das kann man vielleicht so noch nicht so gut erkennen. Der zerhaut da so einen hässlichen Neubau. Das ist recht absurd, muss ich sagen. Da wächst aus dem Garten dieses Spielhauses eine riesige, seltsame Wurst. Also mit diesen Wurstsachen und Fleischsachen, da kann man schon richtig fies werden. Hier ist eine lustige kleine Figur aus irgendeinem Saugerät. Ja, Kleinmöbel mit verschiedenen Augenlösungen. Also Kiwi-Paar ist auch aus aus einem Werbeprospekt. Das ist alles hier Rouladen und ein umgedrehter Kassettenrekorder. Bei dem habe ich einfach nur diese rohe Gans oder Geflügel, was immer das hier ist, zu ihr auf die Couch gelegt. Da sieht man auch schön, dass solche Verkehrung von Größenverhältnissen bei diesem surrealen Effekt eine große Rolle spielen. Also man hat plötzlich Sachen zusammen, die nicht zusammengehören und auch Größen zusammen, die es in der Natur natürlich nicht gibt. Gott sei Dank. Hier ist auch wieder so ein Hausschuhbeispiel. Und ein Einhorn mit Wurst. Also mit Wurst hatte ich es ja zu der Zeit irgendwie. Toll kann man auch immer Köpfe verändern. Also zum Beispiel Augen ersetzen oder ganze Köpfe ersetzen. Oder Dinge aus Werbeprospekten neu zusammenbauen, die vorher so nicht waren. Ja, das ist nicht so toll. Hier gibt es auch wieder Wurstköpfe und Technoköpfe und Figurmutationen. Also dieses Unterteil und dieses Oberteil gehören auch nicht zusammen wirklich. Aber man braucht erstmal gar nicht so viele Elemente. Also mit zwei Sachen, die nicht zusammengehören und die man zusammenbringt, kann man schon einen ganz lustigen oder auch gruseligen Effekt erzielen. Hier ist ein bisschen kritisch. In dem Fall habe ich gar nicht zusammengeklebt, habe ich immer nur ausgeschnitten. Passt jetzt auch gut. Möchte man jetzt mal. Ah, hier ist eine kleine Landschaft, die noch nicht fertig ist. Auch aus einem Werbeprospekt. Zwei auch etwas mutierte Typen. Gut, und hier ist jetzt noch ein bisschen Platz. Also wir können jetzt mal konkret werden und zum Beispiel überlegen, ob man hier diesen Rollbraten nicht in den Sessel setzen kann und wie man dabei vorgehen würde. Dazu muss ich mich jetzt mal hinsetzen. So. Also, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass es hier bei dem Biberbeispiel, da hatten wir das auch schon, manchmal gut ist, einfach so einen Schnitt zu machen, wo die Sachen sich optisch überlagern. Also zum Beispiel an der Stelle hier die Lena,
Die würde man ja sehen, wenn da jemand drin säße. In dem Fall hier der Rollbraten. Ich mache jetzt mal hier mit dem Cutter vorsichtig entlang der Kante dieser Lehne einen kleinen Schnitt. Ach so, sehr gut ist natürlich auch so eine Schneideunterlage. Die wäre schon empfehlenswert. Oh, der ist jetzt fast ein bisschen zu tief geworden. Und so, zack, sitzt der Rollbraten gemütlich im Sessel. Hier könnte vielleicht sogar noch ein bisschen, könnte er noch ein bisschen tiefer in die Lehne sinken. Und dann, wenn man sagt, ja, sieht ganz gut aus. Nehme ich, lasse ich so. Ja, geht gar nicht besser. Dann könnte man das jetzt aufkleben. Ich habe hier zum Beispiel auch noch so ein Ding, was hier schon lange herumlag. Was macht man jetzt damit? Ich habe hier das Gesicht ausoperiert. Also man kann auch sehr schön so Frankensteinartiges Zeug machen. Hier ausgeschnittene Wurst. Kann man mal probieren, ob man die da reinpasst. Und tja, gar nicht schlecht. Kriegt jetzt fast sowas wie diese eine Figur aus, wie heißt denn der, dieser Aquaman, nee, aus den Johnny Depp-Filmen. Ach, weiß ich jetzt auch nicht. Ist ja auch egal. Das ist nicht schlecht. So kann man das eigentlich erstmal lassen und dann später, wenn man sagt, oh ja, finde ich super, dann erst festkleben. Hier Wladimir Putin, sieht man den noch? Wladimir Putin könnte zum Beispiel so eine Wurstsalatbrille kriegen. Oder andersrum. Oder auch nicht. Oh, hat was. Man kann sehr gemein werden mit diesen Sachen. Das ist das, was ich gerne daran mag. Also man kann sich gegen diese ganzen Werbebilder wehren, gegen diese ganze vorgegaukelte schöne Welt, die kann man wieder zunichte machen. Hier niedliche Kleinkinder können Fleischwurstköpfe bekommen. Und so weiter und so weiter. Es sind dem eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und wie gesagt, man braucht nicht viel dazu. Und es macht Spaß und es ist ein tolles, billiges Hobby. Wie Zeichnen überhaupt. Und wenn man eine Weile gesammelt hat, kann man natürlich auch die Dinge nochmal anders zusammenstellen oder auch solche Sachen dann nochmal zeichnen. Oder auch, und das noch zum Abschluss, kann man natürlich auch mit irgendwelchen Gegenständen, das heißt dann nicht mehr Collage, sondern Assemblage, kleine Sachen zusammenfügen, die vorher nicht zusammen waren. Aber das ist eigentlich ein noch anderes Thema. Ich mache jetzt hier trotzdem mal dieses Beispiel wieder zusammen. Zwei Sachen, die ich in der Spielzeugkiste gefunden habe und die werden jetzt zu einem mutierten Wesen. Okay. Froh zu sein bedarf es wenig. Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. Schickt doch mal was vorbei. Tschüss.